Das haben Forscher in einer internationalen Studie mit 800 schwer erkrankten Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden mussten, herausgefunden. Die Ergebnisse veröffentlichten die Wissenschaftler am Donnerstag im Fachmagazin New England Journal. Lesen Sie auch: Sterberisiko sinkt um 8,5%, eine Eigenschaft, die auch in der Therapie schwerer Corona-Verläufe eine wichtige Rolle spielt, denn Corona-Intensivpatienten leiden an einer Überreaktion des Immunsystems, einem sogenannten Zytokinstorm, der bis zum Organversagen führt. Auch interessant, und nicht nur das, die Intensivpatienten erholen sich zudem auch schnell. Sie benötigen 10 bis 11 Tage weniger eine Organunterstützung, etwa durch ein Beatmungsgerät, als Patienten aus der Kontrollgruppe. Großer Effekt, aber mehr Studien nötig. Zudem überwachten sie den Fortschritt der Patienten für mindestens 21 Tage. Da einige jedoch im Krankenhaus verbleiben, können die Langzeitergebnisse von Kurzzeitergebnissen der Studie